Ein Doppeljubiläum wurde am 9. Oktober in Parchim gefeiert. An diesem Tag hat die Regionalleitung des Unternehmerverbandes Mecklenburg-Schwerin seine Mitglieder in das BBM-Einrichtungshaus eingeladen. Die etwas ungewöhnliche Auswahl der Location hat ihre Gründe. Seit 25 Jahren gibt es in Parchim das BBM. Genauso jung sind auch die Parchimer Stadtwerke. So kam es zu einem zweifachen Geburtstag von Unternehmen, die in der Stadt eine große Rolle spielen. Das sind stabile Unternehmen, das sind Unternehmen, die von Anfang an hier die Gründerzeit mitgemacht haben, die Mitarbeiter eingestellt haben, Arbeitsplätze geschaffen haben und stabil im Leben stehen. Sie sind uns alle wichtig, nicht nur die Stadtwerke und nicht nur BBM. Viele Unternehmen in Parchim haben in der letzten Zeit 25 Jahre quasi ihre Silberhochzeit gefeiert. Sie sind uns alle wichtig, sie sind ja im Grunde genommen das Rückgrat unserer Kommune und wir wollen weiterhin mit allen Unternehmen gleich welcher Couleur gut zusammenarbeiten und ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Strom, Wasser, Wärme von den Stadtwerken und eine schöne Einrichtung von BBM. So kommt es zu einem perfekten Wohlgefühl in den eigenen vier Wänden. Vielleicht genau das verbindet zwei Unternehmen, die unterschiedlicher nicht sein können.